Heute gibt es den ultimativen Gummitest und ich meine damit keine Kondome. Wenn die Haare irgendwann eine bestimmte Länge erreicht haben, dann wird das Thema Haargummis tatsächlich ein interessantes Thema. Und das ist tatsächlich auch ein wichtiges Thema, denn schlechte Haargummis, die zum Beispiel einen zu dollen Zug auf deine Haare ausüben, die können zum Beispiel zu Haarbruch führen. Andere Haargummis wiederum, die vielleicht ein bisschen zu wabbelig sind, mit denen kannst du noch nicht mal richtig Man-Bun binden. Für alle, die komplett neu in diesem Thema sind, eine Info, ich werde hier in diesem Video nur Haargummis testen, die kein Metallstück haben, denn es gibt einige Haargummis, die haben auch noch so ein kleines Metallstück in der Mitte. Die schließe ich kategorisch aus dem Grund, weil man da halt Gefahr läuft, dass man sich beim Benutzen des Haargummis Haare auszieht. Also in dem heutigen Video teste ich ausschließlich nur Haargummis ohne Metallstück und ich habe mich da einfach mal ein bisschen auf Amazon umgeschaut, was es da so im Angebot gibt, habe mir einige Packs bei Amazon bestellt und alle Packs bzw. alle Haargummis, die ich hier in diesem Video verwende, verlinke ich euch logischerweise auch unten in der Infobox. Ich bewerte die Haargummis ganz einfach mit einer Skala von 1 bis 10. 1 ist sehr schlecht und 10 ist dabei sehr gut. Also, let's go. Als erstes möchte ich über breite Haargummis sprechen und zwar aus dem Grund, weil das die Haargummis sind, die ich auch jetzt mittlerweile seit über anderthalb Jahren verwendet habe. Aber mittlerweile ist es halt so, dass diese Verbindung, diese geklebte Verbindung zwischen den Haargummis sich so ein bisschen löst, die Haargummis mittlerweile auch schon ein bisschen ausgeleiert sind und deshalb war das auch der ausschlaggebende Grund, warum ich heute dieses Video mache. Diese Haargummis sind halt extra breit, haben eine Stoffummantelung und haben auch einen relativ kräftigen Zug drauf und aus dem Grund bin ich auch mit diesen Haargummis bis dato sehr gut gefahren, weil ich halt sehr viele Haare habe, ja, und sehr voluminöse Haare und dabei musste ich halt meine Haare irgendwie zusammenkriegen und dabei sind halt Haargummis mit einem guten Zug und die auch noch breit sind tatsächlich relativ gut. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass mir hin und wieder mal der Zug auf den Haaren ein bisschen zu viel wurde und ich bin mir sicher, dass einige Leute das gar nicht angenehm finden, wenn halt so ein extremer Zug auf den Haaren drauf ist. Bedeutet, wenn du zum Beispiel jetzt jemand bist mit dünnen Haaren, mit sehr feinen Haaren, dann sind die Haargummis eher nichts für dich. Wenn du allerdings jemand bist wie ich, der zum Beispiel sehr dicke Haare hat und sehr viele Haare hat, dann wirst du mit den Haargummis sicherlich ganz gut fahren. Aus dem Grund gebe ich den Haargummis auch 5 von 10 Punkten, weil ich bis dato tatsächlich gut mit denen gefahren bin und die dementsprechend auch gut weiterempfehlen kann für die Leute, die identische Haare haben, wie ich zum Beispiel. Kommen wir zu den nächsten Gummis und zwar zu den Silikongummis. Die Silikongummis habe ich vom gleichen Anbieter bestellt bei Amazon von Haar allerliebst und diese Silikongummis sollen einen extrem guten Halt bieten. Und ja, Leute, das kann ich bestätigen, die bieten sogar einen extrem guten Halt. Deshalb sind die auch besonders gut geeignet, wenn man zum Beispiel Sport macht oder relativ viel Sport macht, lange Haare hat. Man möchte nicht, dass die Haare irgendwie durchs Gesicht flattern oder die Haare müssen halt immer ständig gut gebündelt, straff gezogen sein, damit man einfach beim Sport keine Probleme hat. Und ja, Leute, für Sportler können diese Haargummis richtig gut sein. Ja? Aber für den Alltagsgebrauch, sag ich persönlich, ist mir das tatsächlich too much. Und ich muss sagen, ich bin da eigentlich relativ unempfindlich, was das Thema Zug angeht. Aber die Haargummis hatten wirklich so einen enormen Zug drauf. Und auch beim Rein- und Rausmachen der Haargummis habe ich wirklich arge Probleme gehabt. Also das war gar nicht gut. Allerdings für Sportler, die zum Beispiel Leistungssportler sind und tagtäglich Sport machen, könnte das eine Variante sein. Zum Beispiel für den Niklas Füllkrug, ja, der ist anscheinend gerade nur auf dem Platz beschäftigt, irgendwie seine Haare zu machen und kann sich gar nicht mehr auf Fußball konzentrieren. Für solche Leute sind solche Haargummis natürlich top. Dann haben sie nämlich keine Probleme beim Sport und können sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ich gebe den Haargummis allerdings nur 2 von 10 Punkten, weil die für mich für den Alltagsgebrauch irgendwie nicht zu gebrauchen sind und der Zug auf den Haaren zu stark ist. Und gleichzeitig auch, wenn man die Haargummis rein und da raus macht in den Haaren, hat man halt echt ein paar Schwierigkeiten. Kommen wir als nächstes zu den Standard-Haargummis. Das war ein 100er Pack und diese Haargummis, muss ich sagen, hatten eine super süße Verpackung, ja. Allerdings waren die für mich gar nicht geeignet. Die Haargummis waren einfach zu dünn, hatten zu wenig Zugkraft und für viele und sehr dicke Haare kannst du die einfach nicht gebrauchen. Punkt aus Ende. Wenn du sehr feine Haare hast und sehr dünne Haare hast und vielleicht im Alter zwischen 3 und 5 Jahre bist, gut, dann sind das vielleicht die richtigen Haargummis für dich. Allerdings kann ich die nicht gebrauchen, weil es einfach gar nicht gehalten hat, wenn man versucht hat, irgendwie damit sein Man-Bun zu binden und das hing einfach so komisch runter. Von daher sind die für mich nichts. Außerdem ist mir bei diesen Standard Gummibändern auch aufgefallen, dass das Gummi in dieser Stoffummantelung auch manchmal reißt. Das bedeutet, wenn das Gummi in der Stoffummantelung reißt, ja, dann hast du zwar noch ein Gummi, allerdings kannst du das Gummi dann gar nicht mehr verwenden. Von daher gibt es an dieser Stelle nur 1 von 10 Punkten. Diese Haargummis würde ich definitiv nicht empfehlen. Kommen wir zum nächsten Pack und zwar zu den unterschiedlichen Haargummis. Dieser Pack war wirklich vollkommen okay. Dazu muss ich allerdings ein bisschen was erklären, denn es gab 3 verschiedene Arten von Haargummis in diesem Pack drin und die haben sich darin unterschieden, dass
die Gummis einfach verschieden dick sind. Heißt, es gibt Haargummis mit einer geringen Dicke, ja, die haben halt eine geringe Zugkraft. Es gibt Haargummis mit einer mittleren Dicke, die haben eine mittlere Zugkraft. Und es gibt Haargummis, die dick sind, die haben eine relativ starke Zugkraft. Alle Haargummis haben so eine Stoffummantelung, sodass die halt vom Tragekomfort her relativ entspannt sind. Und ich kann an dieser Stelle sagen, dass vermutlich alle Leute mit diesem Pack sehr glücklich werden. Gerade dann, wenn du zum Beispiel jetzt kurze Haare hattest und dir deine Haare lang wachsen lässt, dann sind die Haargummis wahrscheinlich die richtigen für dich. Denn wenn die Haare dann noch nicht ganz so lang sind und du gerade so erst versuchen kannst, dir deine Haare zu binden, dann kannst du die Gummis mit einer geringen Zugkraft nehmen. Wenn die Haare dann schon eine gewisse Länge erreicht haben, kannst du die mittleren Haargummis nehmen. Und wenn die Haare dann schon sehr lang sind, so wie bei mir jetzt zum Beispiel, dann kannst du die dicken Haargummis nehmen. Denn damit hast du dann auch wirklich die beste Zugkraft. Es kommt natürlich auch immer auf die Frisur an, die man machen möchte. Und das ist natürlich auch hier ganz nice, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich will nur ein Half-Ponytail haben, auch wenn deine Haare lang sind, dann hast du hier auf jeden Fall noch Haargummis mit einer mittleren oder einer geringen Dicke, die halt nicht so eine große Zugkraft haben. Und dann kannst du halt die nutzen, um Half-Ponytail zu machen. Wenn du aber Man-Bun machen möchtest, nimmst du halt die mit einer starken Zugkraft. Und an alle Männer, die noch nicht so viel Kontakt hatten mit langen Haaren, wundert euch an dieser Stelle nicht, dass es so viele Haargummis sind. Es sind so viele Haargummis, denn man verliert die überall. Und außerdem fliegen die auch überall rum. Du hast Haargummis in der Sporttasche, du hast Haargummis im Kulturbeutel, du hast Haargummis in deiner Laptop-Tasche, du hast eigentlich überall irgendwo Haargummis rumfliegen. Von daher nicht wundern, dass das so viele sind. Und ich gebe diesen Haargummis an dieser Stelle 7 von 10 Punkten, weil ich mir sicher bin, dass die meisten Leute damit sehr glücklich werden und ja, dass auch wohl die richtigen Haargummis sind, wenn du dich gerade auf dieser Reise von langen Haaren befindest. Kommen wir zu den nächsten Haargummis und zwar zu den teuersten Haargummis hier im Test und zwar zu den Spiralhaargummis. Schauen wir mal, ob die tatsächlich ihr Geld wert sind. Kosten ungefähr so einen 10er und diese Spiralhaargummis hatten vor längerer Zeit mal so einen riesen Hype aus dem Grund, weil sie einen besonderen Benefit haben und das ist folgender. Wenn du nämlich diese Spiralhaargummis trägst bzw. einen Zopf damit machst, dann sieht man anschließend nicht, dass du einen Zopf hattest. Wenn du nämlich zum Beispiel sehr straffe Haargummis hast, wie zum Beispiel diese Silikonhaargummis und den ganzen Tag einen Zopf hast, dann sieht man irgendwann einfach so einen Knick in deinen Haaren drin und man sieht, dass du einen Zopf getragen hast. Und das ist bei diesen Haargummis nicht der Fall. Und das kann ich auch definitiv bestätigen. Diese Haargummis sind aus Plastik und die lassen sich super ins Haar einarbeiten oder auch wieder rausziehen. Das ist wirklich super entspannt vom Tragekomfort her. Ideal, kann man nicht anders sagen. Allerdings, kleiner Nachteil, die haben halt nicht so eine starke Zugkraft. Und ich habe dann auch einfach mal eins benutzt und in meine Haare reingemacht. Wirklich vom Tragekomfort her top. Allerdings, wenn du das nach dem ersten Tragen wieder rausmachst und dann mit einem neuen Haargummi vergleichst, da siehst du, dass dieses Haargummi direkt nach dem ersten Mal tragen ausgeleiert ist und somit dann natürlich auch direkt an Zugkraft verliert. Dafür gibt es allerdings einen Hack, um diese Haargummis halt wieder in ihre alte Form zu bekommen. Und zwar musst du diese Haargummis einfach in heißes Wasser reinschmeißen, dann ziehen die Haargummis sich wieder zusammen und haben dann anschließend wieder ihre alte Form. Für mich sind die Haargummis allerdings für den Alltag eher nichts, aus dem Grund, weil ich einfach ja, einen etwas stärkeren Zug auf meinen Haaren brauche, um halt meinen Man-Bun so richtig zusammenzuführen. Denn mit den Haargummis ist das eher so ein bisschen locker, lässig. Also wenn du so ein Typ bist, der locker durch die Hose atmet, ja, dann sind das die richtigen Haargummis für dich. Und für mich sind das Haargummis einfach fürs Wochenende, wenn du deine Haare nicht ganz so straff gebunden haben möchtest und wenn alles ein bisschen chili, mini, vanilli ist. Aufgrund der positiven Eigenschaften und aufgrund der Benefits und weil sie halt so super angenehm sind vom Tragekomfort, gebe ich den Haargummis allerdings trotzdem 7 von 10 Punkten. Und ich bin mir sicher, dass vor allen Dingen coole, lässige Leute, die sehr chillig unterwegs sind, diese Haargummis sehr feiern werden. Kommen wir zu den letzten Haargummis und zwar zu den Baumwollhaargummis. Die Baumwollhaargummis sind vom Tragekomfort ähnlich ideal und ähnlich komfortabel wie die Spiralhaargummis. Also gerade beim Rein- und Rausmachen der Haargummis hat man wirklich gar keine Probleme. Es zieht nicht, man hat irgendwie keine Haare, irgendwie, die irgendwo hängen bleiben oder so. Also das läuft wirklich ideal aufgrund dessen, weil sie halt aus Baumwolle sind oder so ein Baumwoll-Elastan-Gemisch ist das wahrscheinlich. Und das Gute an den Haargummis ist, dass sie nicht nur einen idealen Tragekomfort bieten, sondern gleichzeitig auch noch genügend Zugkraft haben, um so viele und so dicke Haare wie meine zum Beispiel in einem Man-Bun zu halten. Aus dem Grund kann ich die Haargummis nämlich auch perfekt im Alltag tragen, weil sie auch vom Design her jetzt sich nicht großartig unterscheiden zu anderen Haargummis, wie zum Beispiel zu den ganz normalen Standard-Haargummis mit einer Stoffummantelung. Also die sind einfach schlicht schwarz und aus dem Grund werden das jetzt auch meine alltäglichen Begleiter werden. Außerdem lege ich jetzt aktuell auch mehr Wert auf den Tragekomfort, ja? Und wenn der Tragekomfort und die Zugkraft passt, ja, das ist natürlich top und deshalb sind das auch jetzt meine Testsieger und bekommen 8 von 10 Punkten. In dieser Übersicht könnt ihr nochmal sehen, welche Haargummis wie viele Punkte von mir bekommen haben und ich verlinke euch logischerweise alle Haargummis nochmal unten in der Infobox und dann könnt ihr euch selbst überzeugen und dann müsst ihr auch selbst ausprobieren, welche Haargummis für euch am besten funktionieren. Ich hoffe, ich konnte euch da draußen mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Ich wünsche euch viel Spaß auf eurem Weg zu langen Haaren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.